Hello and welcome to my channel. For English subtitles, please do this. Hallo und herzlich willkommen bei Butterfly Spirit, The Art of Transformation. Mein Name ist Freya. Ja, und lieber Krebs, du bist natürlich hier an meinen Tisch geflattert, um dir deine Oktoberbotschaft bei mir abzuholen. Wenn du hier ganz neu auf meinem Kanal gelandet bist, heiße ich dich hier ganz herzlich willkommen und ich bedanke mich schon dafür, dass du hier meinen Kanal abonnieren wirst, mir einen Like geben wirst und einen Kommentar schreiben wirst. Und ich bedanke mich an dieser Stelle auch immer sehr, sehr gerne an all diese Menschen da draußen, all diese wunderbaren Butterflies, ja, die mir jeden Monat hier eine Spende geben für meine Daisy und mich, mein Leben hier in einem Bus und vielleicht einen kleinen Thanks und mir auch schenken. Ja, und du findest alles unten über mich in der Videobeschreibung, natürlich auch meine Playlist mit all diesen Dingen, die ich dir anbieten kann auf deinem Weg zur Transformation, ja, The Art of Transformation. In meinem Kanal geht es alles darum, dich in deine höchste, schönste Form hinein transformieren zu können, in diesen Butterfly hinein. Und wir tun das oft natürlich mit der Hilfe der aufgestiegenen Meister, der weißen Bruderschaft und natürlich mit all den lichtvollen Wesen, mit die uns auf diesem Weg unterstützen, mit den Engeln und Erzengeln und so weiter. Stöbere einfach mal ein bisschen durch diese Playlist, was ich dir alles anbieten kann. Ich habe am Ende des Videos, verlinke ich meistens all meine 4 Playlists. Alles ist kostenfrei für dich, Meditationen, Affirmationen und so weiter. Ja, lasst uns hineinstarten. Diesen Monat gebe ich mal nicht einfach so ein mediales Bild. Ich hatte ein bisschen den Auftrag bekommen, hier im Monat Oktober die Engel zu integrieren in deine Botschaft hinein. Und definitiv werde ich dir eine Engelsbotschaft mit auf den Weg geben. Das wird diese Energie sein, dieses Thema und natürlich auch der Engel selbst, der dich im Oktober definitiv ein bisschen begleiten will in deinem Prozess, lieber Krebs. Lass uns gleich mal schauen, welcher Engel, welche Schwingung das sein wird. Spirit, bitte. Für unseren Krebs. Spirit, bitte. Für unseren Krebs. Monat Oktober. Geistige Welt, bitte. Krebs. Verzeihen. Krebs. Ja, also wenn du gerade fühlst, wow, ja, genau, verzeihen, vergeben ist mein Thema, dann schau dir bitte mein original hawaiianisches Ho'oponopono Ritual an. Ja, das kann ich dir auf jeden Fall, kann ich dir dabei sehr, sehr helfen. Vergeben, verzeihen. Wunderschöne Karte. Du siehst auch hier das Violett und das Gold. Die Transformation darin, ja, Violett ist die Farbe der Transformation. Es ist die Farbe des violetten Strahls, der violetten Flamme von Saint-Germain, Sternzeichen Skorpion, Pluto-Energie. Ja, werde und sterbe, eben dieser Phönix in uns. Und es ist halt einfach so, es ist schon, wie es uns Lord Sananda, Jesus Christus, gesagt hat, ja, vergebe. Also Vergebung ist der größte Schlüssel zur Freiheit, ja, weil du kann, eben, man kann ja bis in alle Leben zurück, kann man eigentlich diese Vergebung tun und diese Seelenaufträge auch, diese Schuldverträge eigentlich auflösen, ja. Genau, schau es dir an, lieber Krebs.
Wir haben hier dieses wunderschöne Tarotwächter der Nacht. Wir machen jetzt gleich deine Legung damit. Und ich werde dir noch eine Zusatzbotschaft mit auf den Weg geben vom schamanischen Seelenorakel. Noch am Ende schauen, wie das alles ineinander hineinläuft für dich mit den Themen. Und die ziehen wir gemeinsam auch schon und wir werden sie am Ende miteinander anschauen. Spirit, bitte für den Krebs. Spirit, für den Krebs. Oktober, Botschaft für unseren Krebs. Spirit. Ja, diese fühle ich sehr stark. Ich habe sie schon angeguckt, sorry. War einfach ein Reflex. Du wirst sie auch noch sehen können. Lass uns in die Legung hinein starten. Allgemeine Ebene, Finanzen, Beruf und Liebe und Beziehung für dich. Spirit, bitte. Krebs, Oktober. Geistige Welt, bitte. Spirit, geistige Welt. Und ich werde dir natürlich jede einzelne Karte wie immer zeigen. Ja, was für ein Auftakt hier schon. Für dich, allgemeine Ebene, jetzt Finanzen, Beruf, bitte. Finanzen, Beruf. Spirit, bitte, Krebs. Finanzen, Beruf. Fühle ich sehr viel Energie hier auf der rechten Seite. Und noch gerne Liebe und Beziehung, Liebe und Beziehung, Liebe und Beziehung, Spirit, Krebs. Wow, sehr eine kraftvolle Legung hier schon, auch sehr kraftvolle Energie. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich tatsächlich sagen, Meister Sananda, wir nennen ihn als aufgestiegenen Meister, so ja, ist dritter Strahl, magentafarbene Energie. Das kann man alles lernen in meiner Ausbildung, das ist eine neuzeitliche Ausbildung über die aufgestiegenen Meister, weiße Bruderschaft. Würde ich sagen, hier ist definitiv Lord Sananda schon in deine Energie auch hineingekommen. Jesus Christus, also definitiv hier die Kraft der Liebe und die Vergebung hier noch. Genau, lass uns schauen. Allgemeine Ebene, siehst du, hier haben wir die Kraft. Die Zahl Nummer 8 auch. 8 ist natürlich Infinity, es ist auch eine magische Zahl, aber sie bedeutet eben auch Karma. Ja, und vielleicht hast du gemerkt, dass dich hier karmische, vielleicht hat dich in der Vergangenheit eine karmische Beziehung sehr geschwächt gehabt, lieber Krebs, oder karmische Verbindungen auch in der Familie selbst. Irgendetwas, glaube ich und fühle ich, ist bereit in dir Vergebung, Verzeihung zu erhalten oder Verzeihung zu geben, ob das jetzt auf energetischer Art und Weise ist oder wirklich in einer direkten, in einem direkten Gespräch, weil ich habe hier die Liebenden und das ist ganz klar eine Herzensentscheidung. Hier geht es um die Entscheidung des Herzens, ja, und das Herz ist eigentlich so, das Herz ist eigentlich nicht verletzbar, es ist meistens eher einfach unser Ego, es ist das, was wir empfinden als Recht und Unrecht, geurteilt wird. Und solltest du diese zwei Schlangen hier auch sehen, auch hier siehst du, die zwei Skorpione ist noch interessant. Ah nein, ja, sollten, es ist eigentlich, nein, es sind zwei Skorpione. Und auch hier, das ist übrigens das Zeichen des Schlangenträgers, genau, eben, das kommt neuzeitlich, muss das einfach beachtet werden, der Schlangenträger, ein verheimlichtes 13. Sternzeichen. Die Videos dazu findest du auch in der Playlist Botschaften der geistigen Welt. Ich habe 3 Teile darüber gemacht. Schau sie dir gerne an und schau dir im Community-Bereich bitte die Liste an, wenn es dich interessiert. Da ist eine Liste und du kannst im Prinzip schauen, ob du eigentlich für die neue Zeit, in der wir jetzt definitiv gelandet sind, ab dem 13. September,
Ob du da eigentlich Krebs bist. Im Sonnenzeichen, Aszendent Mond, Venus bleibt genau gleich, aber Schlangenträger Kundalini ist in jedem von uns, ist ja die Schöpfungsenergie. Und darum solltest du in den Schlangenträger natürlich auch schauen. Ich glaube, hier geht es definitiv um eine Verzeihung, Vergebung in Sachen Liebe oder eine wichtige Beziehung in deinem Leben, vielleicht sogar die Beziehung zu einem Twin. Warum sage ich das? Weil ich unten bei Liebe und Beziehung habe ich vier der Stäbe. Das ist die Karte der Vollendung und typischerweise auch die Karte der Twin Flame Verbindung, die nicht immer ganz einfach ist, aber es geht hier wirklich um beide dieser Beziehung. Auch dazu habe ich ein Video gemacht. Du wirst das alles finden. Geht es vor allem um den spirituellen Aspekt, ja, diese zwei Seelen, es ist eine Flamme, es ist die Kundalini in der vereinigten Form, die sich ja einfach für den Körper, für diese Erfahrung trennen. Und das Ziel ist, dass sie spirituell wieder sich zur Höchstform bringen. Diese Vollendung machen miteinander im spirituellen und seelischen Zusammensein. Und da ist natürlich oft so, dass auch Karma da drin ist. Ja? Eins ist klar, du wirst hier auf jeden Fall Klarheit bekommen. Ass der Schwerter ist immer eine Chance der Klärung hier. Was auch immer die Situation ist, du weißt das natürlich am allerbesten, lieber Krebs. Neun der Schwerter, weil das ist ja eine allgemeine Legung. Ich kann dich natürlich auch gerne persönlich beraten. Neun der Schwerter hier in Sachen Finanzen, Beruf, machst du dir ein bisschen Sorgen? Lass mich mal die Kamera hier richten. Kurz stilllegen. So jetzt. Machst du dir vielleicht ein bisschen Summer und Korn? What? Kummer und Sorgen, meine Güte. Mit den Neun der Schwerter ist ein bisschen die Karte schlaflosen Nächte, das sehr lange Grübeln und Aufbleiben in der Nacht. Vielleicht macht er hier finanziell was Sorgen. Vielleicht hast du etwas mit World Wide Web. Wir haben die Welt hier gestartet, etwas online gestartet, vielleicht auch. Oder vielleicht denkst du wirklich darüber nach, ins Ausland zu gehen, um ein neues Leben aufzubauen, auch beruflich hier. Vielleicht macht dir das auch ein bisschen Kummer und Sorgen, weil du vielleicht weißt, es ist vielleicht auch mit einer Entscheidung verbunden hier. Vielleicht möchtest du das gerne und vielleicht deine Familie oder dein Partner nicht. Aber ich sage, die Welt ist auch immer ein Kreislauf der Neuanfänge und definitiv positiv, weil wir haben hier auch der Ritter der Stäbe. Und der bringt dir hier, ein Ritter bringt dir immer etwas ins Leben und der bringt dir hier Lebenskraft, Lebensfreude mit dem Feuer, mit dem Stab. Er bringt dir im Prinzip so ein bisschen Abenteuer, Eroberungsdrang rein auch etwas. Er ist ein sehr schneller Ritter. Hier kann wirklich schnell vorwärts gehen. Du kannst hier schnell vorwärts gehen. Aber du solltest die Chance auch packen, ne? Wenn sich dir finanziell und beruflich eine gute Chance hier bietet oder eine gute Idee hast oder ein Projekt, setze es einfach mal um und schau, was daraus sich entwickelt, ja? Hier liebe Beziehung, genau wie ich sage, fühle ganz stark, dass du vielleicht eventuell in einer Twin Flame Connection steckst. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, das sind sehr schwierige Beziehungen. Die sind nicht ganz so einfach, weil man ja im Prinzip zwei Gegensätze zusammenführen muss. Entschuldige. Aber gleichzeitig ist es ja auch dieselbe Energie. Das heißt, da ist eine extreme Spiegelung auch drin. Und man weiß, dass Twin Flames immer mal wieder eine gewisse Trennung voneinander brauchen, um diese extrem tiefe Transformation tun zu können. Das heißt, sie brauchen immer wieder den Raum der Ruhe und Stille wie Meditation. Meditation heißt ja nichts anderes als ich erschaffe Raum, damit etwas Neues sich füllen kann.
Und das könnte hier ein bisschen der Tanz sein, den du hier tust, mit dem Verzeihen hier. Ich würde hier definitiv verzeihen, dir selbst oder eben vielleicht dieser Person. Weil die Hohepriesterin haben wir jetzt, wie genau das in Liebe Beziehung, also eben die seelische Verbindung, die Hohepriesterin. Ja, das ist ja auch die Ausbildung, die ich hier tue in 3 Schritten, zur Hohepriesterin der Weißen Bruderschaft zu werden und zum Hohepriester. Aber in Sachen Liebe und Beziehung bedeutet sie definitiv eine seelische, spirituelle Verbindung. Und der Hohepriester und die Hohepriesterin sind eigentlich das Zwillingspaar in der höheren, in höheren Ebenen, ja, 5D, 6, 7, 8D bis rauf zur Quelle wieder in Einheit, eben in diese Vollendung hinein. Du verstehst, was ich hier sagen will. Und vielleicht bist du hier gerade in der Rückzugsphase oder vielleicht ist es dein Partner und solltest du Single sein, dann geh irgendwo raus. Krebs, geh ein bisschen in die Welt hinaus, wie auch immer, das muss ja nicht wahnsinnig weit sein, kann auch um die Ecke, einfach mal, geh mal etwas trinken, geh raus. Es könnte tatsächlich sein, dass du deinem Twin im Oktober begegnen wirst, weil, puff, wir haben hier die Sonne, wow, also Wahnsinn, ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Schau dir diese Kombi an in Sachen Liebe und Beziehung. Twin auch, das ist ja dann 2, 1 und 1. Twin hier, 11-11 Portal. Und die Sonne ist die Quelle, zurück zur Schöpfung. Wahnsinn, Wahnsinn. Also wow, 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 was für eine Legung. Und jetzt muss ich ganz, ganz kurz eine kleine Pause machen, weil ich habe nämlich etwas in den Backofen gemacht und ich will nicht, dass das verbrennt. Ein Moment, wirst du schwanger, Krebs? So, lieber Krebs, ich bin wieder hier. Oh mein Gott. Ja, ich hatte plötzlich das Gefühl, es kam mir plötzlich in den Sinn. Oh, ich habe noch was im Backofen. Und eben, wir sagen ja, wenn man was im Backofen hat, das, ich weiß nicht, ob man das in Deutschland auch so sagt, könnte man auch schwanger sein. Ich sehe jetzt hier zwar keine Zeichen von oder Karten von Schwangerschaft, aber die Sonne ist ja immer absolut positiv. Also wünsch dir was, wenn du das werden möchtest, lieber Krebs, ja. Gut, schau. Oh, jetzt hätten wir vielleicht was mit Schwangerschaft zu tun haben könnte oder mit der Gründung einer Familie, wenn du ein Mann bist. Ich lege ja für Mann und für Frau die Erde. Ja, Mother Earth und sie gibt uns ja diesen wunderbaren Körper, ja. Genau, sie erschafft ihn aus den Informationen aus unserem Ätherkörper, wenn wir den Körper ablegen und wieder in die höheren Räume zurückgeben. Alle Informationen sind ja da drin gespeichert und daraus wird unsere liebe Gaia uns wieder einen neuen Körper erschaffen, wenn wir das wollen. Genau, wenn wir das wollen. Gut, das ist die Karte Nummer 17. Auch hier hätten wir 1 und 7 ist 8. Ja. Und die Seitenzahl ist 54. 5 und 4 ist 9. Für mich ist die 9 immer die Zahl eines hohen Priesters oder einer hohen Priesterin, eines Lehrers auch, aber auch, dass man von oben, vom Universum, alles nach unten nimmt. In diese Inkarnation, ja, oder in die Materie hinein. Das wäre dann eher die magische Ansicht der Zahl 9. Nein, falsch. Von unten alles nach oben bringt. So, jetzt. Genau, in den Spirit, in den höheren Raum hinein. Also typisch für Transformation auch, Bewusstseinswerdung und die Connection eben zu deinem göttlichen Selbst, zu deinem höheren Selbst hier auch. Und ich weiß einfach eins, Krebs, da bleibt nichts anderes, als dass wir einfach verzeihen
uns selbst und anderen. Was nicht heißen soll, dass sie wieder in unser Leben kommen müssen. Ja, Grenzen setzen ist immer gut. Aber für dich sollst du das tun, weil das macht dich frei. Ja. Und es geht hier ja um dich. Es ist dein Leben. Seitenzahl 54. Lass mich hier die Medizin dieser Karte dir vorlesen. Ich fühle, ich soll die Medizin hier lesen. In dem Maße, in dem du dich deines Körpers annimmst, kümmerst du dich auch um Mutter Erde. Beginne also bei dir selbst, bei deiner Gesundheit. Was steckst du dir alles in den Mund? Führst du dir Speisen oder Gedanken zu, die dir eher schaden? Eben, weil alles ist Energie. Gefühle und Gedanken sind auch Energie. Und hier haben wir die Schwerten 9. Also ich habe das Gefühl, dass du hier umdenken musst, lieber Krebs, dass diese Schwerter, diese Sorgen, diese Gedanken fallen. Und dann kann auch das positive Licht in dein Leben treten. Weil du bestimmst, ob du positive Gedanken oder negative haben willst. Ja? Oder Gefühle auch. Workshop Erkenne dich selbst bei mir zum Beispiel. Was steckst dir alles im Mund? Was führst du dir für Speisen oder Gedanken zu, die dir eher schaden? Hör noch heute damit auf und fang an, Dinge zu tun, die dir gut tun. Voilà. Wow. Eine wunderschöne Legung, wunderschöne Botschaft, sehr, sehr, sehr kraftvoll hier für dich, lieber Krebs. Und wie immer wünsche ich dir ganz, ganz viel Licht und Liebe. Ich liebe dich von ganzem Herzen und ich freue mich ganz speziell wieder auf dich. Ich bedanke mich bei dir. Tschüss.